gut gemeint, aber am Ende ist es in einer mittleren Katastrophe geendet. Ich glaube, Heinz-Christian Strache, dass er das ebenfalls, dieses Drama, als tragisch empfindet. Dass man allerdings suggeriert, dass man sozusagen sich von behördlichen Anwürfen denen entziehen würde, indem man dann zu so einer Verzweiflungstat irgendwie bereit ist, das ist. Also ich glaube nicht, dass es so gemeint war, wie es rüberkommt, aber da hat Heinz-Christian Strache wirklich alles andere als die richtigen Worte getroffen. Man läuft ja nicht davon, wenn man Suizid begeht. Also im schlimmsten Falle wäre der Herr Jenewein nicht mehr am Leben und der hat sich absolut im Ton vergriffen. Da gebe ich meinem Kollegen absolut recht.